Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Das hier ist das Quiggle. Und es ist nicht nur ein besonders kompaktes Faltrad, sondern die Macher wollen damit sogar das ganze Fahrradfahren an sich revolutionieren. Und das gucken wir uns heute mal ganz genau an. Falträder sind die ideale Ergänzung für so ziemlich jeden Fahrradfuhrpark, denn sie sind klein, sie sind leicht, sie lassen sich klein zusammenfalten, sie passen überall hin, man kann sie überall parken, man kann sie überall mitnehmen, egal ob im Auto, im Zug, im Cargo-Bike oder wie in diesem Falle sogar im Flugzeug. Und sie sind somit die ideale Ergänzung für eine multimodale Mobilität. Und ich bin auf der Suche nach meinem perfekten Faltrad. Und der nächste Kandidat ist das Quiggle. Wenn ihr aber auch alle anderen Kandidaten nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch jetzt einmal, diesen Kanal hier zu abonnieren. Quiggle ist ein kleines Unternehmen aus der Heimat lateinamerikanischer Tänze Hannover. Und warum dieser Witz wichtig ist, das sehen wir nachher im Laufe dieses Videos. Carsten Bettin ist der Kopf hinter diesem Fahrrad und er ist der festen Überzeugung, dass Falträder ein wichtiger Bestandteil unserer modernen Mobilität sind. Aber ihm waren alle modernen Falträder und alle Falträder, die es so auf dem Markt gab, immer noch zu groß. Also hat er sich hingesetzt und sein eigenes Faltrad entwickelt. Dieses hier. Herausgekommen ist ein Faltrad mit einem winzigen Packmaß und nebenbei einer revolutionären Geometrie und Fahrdynamik. Das Quiggle wird in Hannover mit Teilen aus Deutschland und Italien zusammengebaut und dann im Direktvertrieb verkauft. Und heute gucken wir uns das mal ganz genau an. Das Quiggle ist ein Faltrad mit einem Aluminiumrahmen und einigen Edelstahlteilen und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Räder wiegen leer ab 9 Kilogramm. Dieses hier habe ich mit genau 11 Kilogramm gewogen. Die Räder sind 12 Zoll groß bzw. klein und werden dann mit einem selbstentwickelten 3- oder 6-Gang-Getriebe angetrieben, dann mit einem sogenannten Schlumpfdrive. Die Bremsen sind klassische Seitenzugbremsen, die ein kompaktes Faltmaß erst ermöglichen. Und beleuchtet wird das Ganze mit Akkubeleuchtung von Busch und Müller, beziehungsweise hinten sitzt eine Batterieleuchte von Spanniger auf dem kleinen Schutzblech. Wenn ihr gerade genau hingesehen habt, dann ist euch aufgefallen, dass das Quiggle komplett anders aussieht als alles, was es sonst auf dem Fahrradmarkt gibt. Wobei, so ein bisschen sieht es aus wie eine sehr, sehr kleine, zusammengeschrumpfte Version eines Softride-Triathlonrads, oder? Großer Mensch, kleines Fahrrad. Wie sitzt man auf dem Quiggle? Wir steigen mal auf. So. Und ihr könnt sehen, man steht mehr, als dass man sitzt. Also man sitzt natürlich schon auf dem Sattel, aber die Sitzposition ist komplett senkrecht. So, als würde man stehen. Meine Tochter, als sie das zum ersten Mal gesehen hat, hat gesagt, dass es so aussieht, als würde ich ein Prinz sein auf einem hohen Ross. Und das ist doch was Gutes, oder? Auf jeden Fall sagt Quiggle, dass das Rad für Menschen zwischen 1,35 Meter und 1,95 Meter geeignet ist und gibt es bis zu einem Gesamtgewicht von 100 Kilogramm frei. Ich bin also mit 1,96 Meter und 95 Kilogramm Eigengewicht eigentlich etwas schwer für das Quiggle, aber es funktioniert trotzdem gut. Um die richtige passende Sitzposition zu bekommen, lässt sich der Lenker hier in der Höhe verstellen. Und das ist auch wichtig, weil im Endeffekt sollte man eine sehr gerade Sitzposition einnehmen. So, stellen wir das mal richtig. Und ihr könnt auch sehen, dass der Lenker sich wirklich sehr stark verstellen lässt. Und dann lässt sich hier sowohl die Neigung als auch die Höhe dieses Sattels einstellen. Und zwar anhand des mitgelieferten Imbusschlüssels, der hier hinten einfach im Sattel verstaut ist. Ziemlich cool. Der Clou am Quiggle ist aber, dass der Sattel beweglich ist. Und zwar nicht nur hier in dieser Dimension, da federt das gesamte Fahrrad, sondern auch schwingt er nach links und rechts beim Fahren. Das soll deutliche physiologische Vorteile haben. Auf der einen Seite kommt die Hüfte so richtig in Schwung beim Fahrradfahren, auf der anderen Seite werden Schultern und Arme entlastet, dadurch, dass man die ganze Zeit im Grunde steht beim Fahren und die Belastung eher auf die Beine und weniger auf den Rücken und die Schultern gehen. Und es sollte beim nächsten Tanzkurs helfen. Ebenfalls auffällig beim Quiggle ist die Vielzahl der selbstentwickelten Teile. Hier ist wirklich kaum etwas Standardmaterial. Die 12 Zoll Laufräder bestehen aus einem einzigen Block Aluminium und werden da rausgefräst. Und die sind im Endeffekt genauso groß wie die Laufräder an dem Laufrad meiner Tochter. Sehr klein.
Die Gabel ist ebenfalls selbst entwickelt und super schlank, damit der Bauraum beim Falten möglichst gut ausgenutzt wird. Auch der gesamte Rahmen ist insgesamt sehr, sehr minimalistisch, sehr, sehr schlank gehalten und hat ein ziemlich cooles industrielles Design. Auch hier mit diesem roten Schaltröllchen hier hinten und diesem offenen Getriebe, das sieht, finde ich, sehr, sehr cool aus. Auch die Fertigungsqualität und die Toleranzen suchen ihresgleichen, egal um welche Teile es dreht. Hier bei der Schaltung, die arbeitet komplett spielfrei, klapperfrei und sauber. Die Höhenverstellung des Lenkers, wenn man das öffnet, dann ist da kein großes Spiel, aber es lässt sich trotzdem leichtgängig verstellen. Und auch hier bei den Scharnieren, das ist alles wirklich mit ultra feinen Toleranzen gefertigt. Und das ist ein wirklich großer Spaß, dieses Fahrrad aus- und wieder einzuklappen. Wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich auch noch gleich. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem ein vollwertiges Fahrrad und lässt sich vollwertig nutzen, weil Quegel auch daran gedacht hat, dass man ab und zu ja Dinge mitnehmen muss. Bei diesem Rad zum Beispiel ist der optionale Gepäckträger verbaut. Wo, fragt ihr euch? Dieses Teil hier. Daran lassen sich Packtaschen von Ortlieb oder VD hängen, dafür ist es optimiert, aber auch sämtliche anderen Packtaschen sollten sich da ganz einfach dranhängen lassen. Und damit kann man dann bis zu 10 Kilogramm hier vorne transportieren. Also Rucksack muss nicht auf dem Rücken sein, sondern wird hier schön vorne über das Vorderrad gebracht und hilft somit auch bei der Fahrstabilität. Und wenn es mal auf die ganz große Reise geht, dann kann man hier oben ein Benzel befestigen und einen Rollkoffer hinter sich herziehen. Ja? Das hat Quegel getestet und sie nutzen es regelmäßig. Jetzt wollen wir das Quegel erstmal falten. Wie die meisten Falträder muss auch das Quegel in einer gewissen Reihenfolge zusammengefaltet werden. Wir öffnen hier dieses Scharnier, sehr satt. Dann bringen wir das so nach hinten. Und dann, ein bisschen Übung ist trotzdem vonnöten, blockieren wir das hier mit der Kurbel. Dann der nächste Schritt ist dieses Scharnier hier. Und dann hat man es schon mal auf einem deutlich kleineren Maß. Dann bringt man diesen Arm hier nach hinten, den Sattel, bringt den in diese Position, hat dann ein kleines Benzel. Und für die Kühe nimmt man jetzt noch hier das Pedal einmal ab, steckt es an seinen vorgesehenen Platz hier unten. Und dann hat das Quegel Handgepäcksgröße, also 55 x 40 x 25 cm. Das ist wirklich winzig. Aber man kann jetzt auch das hier machen, zieht das einfach so ein bisschen hier raus und dann kann man es einfach mitnehmen. Und wenn man nicht mehr zu Fuß gehen möchte, dann macht man den ganzen Prozess einfach wieder rückgängig. Man löst hier hinten diesen Pinökel, dann ist der Sattel schon mal gelöst, den kann man dann schon mal so hinhängen. Dann nimmt man das Fahrrad so ein bisschen auseinander, lässt es quasi fallen, macht das Scharnier zu und als allerletztes löst man hier das Pedal, sodass das Ganze wieder frei ist. Hallo. Macht dieses Scharnier fest, hängt den Sattel wieder richtig hin und schon kann man aufsteigen und losfahren. Also wenn man ans Pedal gedacht hat. Jetzt geht's aber. Und wie das Quegel jetzt wirklich fährt, das zeigt euch jetzt Faltrad als Rettungskapsel fürs Cargo-Bike nutzen, Tillmann. Oh nein! Zum Glück habe ich immer meinen Notquegel dabei. So, die ersten paar Meter mit dem Quegel und in der Kamera sieht es jetzt wahrscheinlich einfach so aus, als würde ich ganz normal Fahrrad fahren. In der Kamera allerdings sieht es dann schon eher außergewöhnlich aus. Ihr könnt erkennen, dass der Hintern so die ganze Zeit hin und her schwingt. Also bei den ersten paar Kilometern hatte ich mich total verkrampft und es war nicht angenehm. Aber sobald man so ein bisschen locker lässt, kann man sich wirklich völlig natürlich damit bewegen. Und die Hüfte kommt automatisch in so eine Links-Rechts-Bewegung, in eine Auf- und Abbewegung. Und man hüpft auch teilweise ein bisschen auf dem Sattel rum. Und das ist genau der Effekt, den Quegel sich auch bei dem Fahren des Quegels wünscht. Und daher kommt natürlich auch genau der Name Quegel. Jerusalemsberg, es geht ein bisschen bergauf und ich bin jetzt so im kleinsten Gang, in dem ich auch anfahre. Und es ist so ein bisschen, als würde ich so diese Steigung heraufhüpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich bin und das ist natürlich auch nicht unanstrengend. Ich könnte auch langsamer fahren. So, das war jetzt bergauf.
wie läuft es bergab. Da können wir es mal durchschalten. Zweiter Gang, dritter Gang. Und jetzt schalten wir in die höhere Übersetzung und sind jetzt im schwersten Gang. Und ich kann auch noch bei höheren Geschwindigkeiten gut mittreten. Jetzt wird es ein bisschen zu schnell. Aber auch wenn ich jetzt hier schnell runterrolle, ist das Fahren absolut sicher. Es ist kein Geschlacker am Lenker oder so. Also in den Schlumpfdrive muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen. Da weiß man auch nicht sofort, in welchem Gang man sich befindet. Ich würde aber sagen, für flache Gegenden, so wie hier, würde die Dreigangschaltung komplett ausreichen. Auch hier über so festgefahrenen Schotter fährt sich das Quiggle verbindlich. Man muss beim Fahren und gerade bei so Kanten oder Unebenheiten doch auf den Schwerpunkt des Rades Acht geben. Es ist sehr, sehr hoch und der Radstand ist sehr, sehr kurz. Deswegen sind natürlich höhere Kanten, sowohl hoch als auch runter, ein Problem, wenn man sich nicht entsprechend verlagert mit dem Oberkörper. Die 12 Zoll Reifen, die haben eine relativ dicke Breite, sind dadurch schön plüschig und kommen auch über kleinere Unebenheiten, kleinere Kanten gut rüber. Und sie rollen auch sehr gut. Und auch gerade die Lager, die hier in den Rädern verbaut sind, die sind sehr gut. Und auch wenn man sich so ein bisschen in die Kurve lehnen möchte, dann gelingt auch das super einfach. So, und wir bremsen da vorne einmal bei dem Gully. So, wir haben jetzt hier so 4 Meter gebraucht, 4-5 Meter, um von diesem Gully bis hierhin zum Stehen zu kommen. Der Hintergrund ist, wir haben natürlich auf der einen Seite die Seitenzugbremsen, die von Haus aus nicht super stark sind. Aber hier bei dem vorderen Rad ist dann auch noch ein Bremskraftbegrenzer eingebaut. Wozu braucht man das? Natürlich dadurch, dass der Schwerpunkt so hoch ist, würde man überbremsen und nach vorne kippen, wenn dieser Bremskraftverstärker nicht drin wäre. Deswegen, selbst wenn man ganz, ganz kräftig zieht, wird ein Maximalpunkt erreicht, über den das Vorderrad nicht bremst, sodass das Vorderrad niemals blockieren kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber dadurch verlängert sich natürlich ein bisschen der Bremsweg. Ich würde sagen, es ist in etwa gleich wie andere Räder mit ganz normalen Seitenfelgenbremsen. Ich habe für euch jetzt nochmal eine ganz besondere Perspektive gewählt. Die Hinterncam. Und ihr könnt jetzt unter meinem Hintern sehen, wie der hin und her schwingt. Was jetzt beim Fahren natürlich auch auffällt, dass der Abstand vom Lenker zum Sattel wirklich super gering ist, selbst bei meiner Größe. Was aber dazu führt, eben, dass der Oberkörper so gerade sein kann und dass der Lenker wirklich ultra schmal ist. Das einzige Problem, was ich in den letzten Wochen festgestellt habe, und das gilt besonders für Norddeutschland und im Winter, ist Wind. Denn dadurch, dass man natürlich komplett aufrecht sitzt, bietet man dem Wind eine hervorragende Angriffsfläche. Das Langsamfahren, wie ihr jetzt hier sehen könnt, um auf Autos zu warten, ist wirklich einfach. Ach, guck mal, hat jemand schon den Reifen geflickt. Wäre gar nicht nötig gewesen. Insgesamt macht die Fahrt mit dem Quiggle echt Spaß. Es ist leicht zu lernen, man kommt schnell und zügig an, ist trotzdem entspannt und dann kann man es einfach irgendwo abstellen. Und mit diesen Worten zurück zu Präsentationstillmann und den Preisen. Ja, vielen Dank, Faltrad als Rettungskapsel fürs Cargo-Bike-Nutzen Tillmann. Das Quiggle gibt es aber am Preis von 1.440,97 € in der Single-Speed-Version und ohne weitere Ausstattung. Jetzt mit Schutzblechen und Licht, die ich definitiv empfehlen würde, kommen 148 € dazu und dieser Gepäckträger hier vorne kostet 30 €. Mit der Dreigangschaltung kostet deshalb 1.593,41 € und in dieser Version hier mit der Sechsgangschaltung und allem Zubehör kommt es auf einen Preis von 2.266 €. Das Quiggle ist echt faszinierend und das bestätigen mir auch alle, die mich entweder damit fahren sehen oder die es in gefaltetem Zustand sehen. Und am Anfang war ich skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, denn so ein Faltprinzip, so ein Fahrprinzip habe ich vorher noch nie gesehen und ich im Herzen irgendwo dann doch Traditionalist, wollte es am Anfang nicht testen, aber ich bin froh, dass ich es testen konnte. Denn dieses Fahrprinzip, das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Man muss ganz ehrlich sagen, einfach draufsetzen und losfahren ist mit dem Quiggle nicht möglich. Es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, bis man so ein bisschen den Groove drin hat, den Rhythmus drin hat und dann wird die Hüfte auch immer lockerer. Und dann dürfte auch Salsa oder Tango irgendwann kein Problem sein. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann sind auch längere Tagestouren überhaupt kein Problem. Die Schultern verkrampfen nicht, der Rücken verkrampft nicht, sondern das ist wirklich alles in Bewegung. Ja, und
Dazu kommt noch dieses winzige Faltmaß, mit dem man dieses Fahrrad wirklich quasi überall hin mitnehmen kann, selbst im Flugzeug. Also wenn ihr ein langlebiges Faltrad sucht, das sich wirklich auf das kleinste mögliche Faltmaß zusammenfalten lässt und euch auch nicht fürchtet vor einer neuen Fahrraderfahrung, dann ist das Quiggle definitiv einen genauen Blick wert. Jetzt seid ihr gefragt, habt ihr schon mal ein Quiggle gesehen oder euch gefragt, was das denn? Was kann es? Was macht es? Oder seid ihr selber schon mal Quiggle gefahren oder habt vielleicht sogar eins gekauft? Dann schreibt doch mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Und wäre das ein Faltrad für euch? Das würde mich ebenfalls mal interessieren. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.